Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Reaction. Wir gucken uns heute das Video vom guten Itzu an. Clash of Clans E-Sportler, wenn nicht sogar der beste deutsche Clash of Clans Spieler, hat Squadbusters getestet. Gleichzeitig ist Itzu auch noch ein guter Kollege von mir und es wurde gemunkelt, dass Itzu mich sogar in seinem Video noch erwähnt. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Wenn es denn positiv ist, werden wir gleich rausfinden. Lasst gerne ein bisschen Liebe bei Itzu da. Und wenn ihr mich bei meinem Weg auf der Squadbusters-Reise supporten wollt, gerne auch nochmal ein Abo auf meinem YouTube-Channel da lassen. Würde ich mich drüber freuen. Wir starten rein. Let's go! Itzu sagt eigentlich immer seine ehrliche Meinung. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja, moin Itzu. Perfekt. Das Spiel rausgebracht und das soll sich jetzt ändern. Squadbuster ist seit einigen Tagen im Soft-Launch und soll ab dem 29.05. dann für alle erhältlich, also global, rauskommen. Aber was genau ist das Spiel und natürlich, was ist meine Meinung dazu? Starten wir natürlich erstmal, was genau ist das Spiel? Ihr sammelt hierbei Charaktere und könnt diese freischalten aus dem Supercell-Universum. Junge Benny! Brawl Stars, Heyday, Boom Beach, alles mögliche mit dabei. Diese Charaktere könnt ihr dann leveln und dementsprechend natürlich auch verbessern und einsammeln. Keinen auf drei, Quinch. Allerdings, wie genau spielt ihr damit? Ich würde sagen, das schauen wir uns gleich an. Noch kurzer Hinweis von mir und natürlich für alle da draußen. Ihr könnt euch jetzt vorregistrieren. Selbst in Clash of Clans gibt es dazu einen Knopf separat, denn am Ende profitieren alle davon und unabhängig davon, ob ihr das Spiel wirklich spielen wollt oder nicht. Denn durch Vorregistrierung schalten wir Belohnungen als Community frei. Ach krass, also ist das wirklich, ich war bisher noch nicht in einem anderen Game drin. Also du kannst da auf den Knopf drücken und dann wirst du, wenn du dann auf noch einen Knopf drückst, direkt in den App Store weitergeleitet zu der Vorregistrierung oder was? Das ist ja übel cool. Ich dachte, da steht nur, registriere dich jetzt vor. Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht. Ich wusste halt nur, dass es halt einen Hinweis gibt, wusste ich. Aber nicht, dass man direkt darüber da drauf kommt. Belohnung gibt es in allen Supercell-Spielen. Das heißt natürlich Clash of Clans, in Brawl Stars und so weiter natürlich. Ja gut, aber ganz ehrlich, jetzt so schlauer können sie es ja auch gar nicht machen. Ne? Ich meine, Supercell hat so eine heftige Reichweite. Wofür sollen sie Geld ausgeben, damit viel Werbung bei, keine Ahnung, bei irgendwelchen anderen Games auftaucht oder sonst irgendwo, wenn sie einfach selber die Reichweite, die sie haben, nutzen können. So, ist halt echt krass. Das ist halt mega schlau. Am Ende, ich meine, wie viele Spieler hat Clash of Clans und Brawl Stars und Clash Royale allein zusammen, so die drei größten? Das sind ja, müssen ja über 100 Millionen sein oder sowas. Klar, davon wird ein Bruchteil sich halt vorregistrieren, aber selbst wenn sich insgesamt nur in Anführungsstrichen 20 Millionen vorregistrieren oder 50 Millionen, was ist das für eine Zahl, ne? Das ist ja ein Gigabig. Wenn wir es wirklich schaffen, alle freizuschalten, bekommen alle umsonst einen Barbarenkönigskin in Clash of Clans, was sich auf jeden Fall sehen lässt. Aber jetzt würde ich sagen, ein bisschen rein in Gameplay und ich erkläre euch das Ganze mal ganz grob und natürlich eben am Ende auch, was ist meine Meinung dazu? Jetzt seht ihr mal Profi-Gameplay-Chat. Was ist doch der Stand der Dinge? Nun ja, allgemein ist es ein Battle Royale. Das heißt, ihr ladet mit insgesamt 10 Spielern, also 9 weitere Spieler außer euch selber, auf eine Karte, die nach und nach immer kleiner wird. Das bedeutet, ihr müsst um euer Überleben kämpfen mit eurem Squad zusammen mit den Charakteren, die ihr aus Kisten rausbekommt. Diese Kisten könnt ihr öffnen, indem ihr Gold einsammelt. Gold bekommt ihr aus den unterschiedlichsten Quellen. Einerseits um andere, wenn ihr andere Charaktere hier auf der Karte zerstört, das heißt sozusagen NPCs, also Bots, wie zum Beispiel eben der Goblin und so weiter. Aber eben auch zum Beispiel, indem ihr gegnerische Spieler bastet, das heißt die rausnimmt. Dadurch bekommt ihr Gold, um euer eigenes Squad zu vergrößern. Allerdings halt Stopp, am Ende gewinnt nicht nur derjenige, der überlebt, denn am Ende gewinnt auch derjenige, der die meisten Gems hat, denn es kann sein, dass am Ende mehrere Spieler am Leben sind. So heißt es, erstens natürlich überleben und zweitens so viele Gems zu sammeln, wie es nur irgendwie geht. Damit müsst ihr euch am Ende ein größeres und immer größer werdendes Squad zusammenbasteln. Auf jeden Fall gut auf den Punkt gebracht, ja? Natürlich gibt es die unterschiedlichsten Ansätze, denn jeder einzelne Charakter hat unterschiedliche Eigenschaften. So sind manche sehr, sehr gut, wenn es darum geht, andere Bots zu zerstören. Manche sind sehr, sehr gut einfach nur, um gewisse Basiswerte eurem Squad dazuzugeben, das heißt Unterstützungstruppen und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt unterschiedliche Ansätze hierbei wählen und in dieser Runde werde ich auf jeden Fall versuchen, so viele Gegner das Spiel auszuschalten wie möglich. Ist einfach irgendwie so der actionreichste Spielstil und macht auch mit am meisten Spaß. Ohne Witz, da bin ich zu 100% bei Itzu, weil ich weiß ja, dass Trimax zum Beispiel sagt, boah, viel Looten mit Goblins und Greg und so. So, das ist halt, da bin ich eher wie Itzu. Ich finde dieses aggressive Spielen, das macht viel mehr Spaß. So, versuchen so viele Leute zu basten. Ich mag es natürlich auch voll auf das Buch zu gehen und NPCs zu killen. Aber was so gar nichts für mich ist, ist mit dem Greg Bäume zu fällen oder mit Mavis zu looten oder sowas. Das fühle ich halt gar nicht. Das finde ich halt total langweilig.
Das nächste, was hier ganz, ganz wichtig ist als Mechanik im Spiel, ist Fusionen. Das bedeutet, sobald ihr drei gleiche Charaktere in eurem Squad habt, wird dies zu einer Truppe zusammenfusioniert, die nochmal wesentlich stärker ist. Weswegen ist das jetzt wichtig, würdet ihr euch natürlich fragen. Es ist so, je nachdem, wie viele Charaktere ihr in eurer Squad drinnen habt, je teurer werden die Kisten. So habt ihr gesehen, am Anfang hat eine Kiste 3 Gold gekostet, wenn ihr nur einen Charakter in eurem Squad habt. Aber wir sehen hier bereits jetzt schon, ich habe wesentlich mehr inzwischen mit dabei, das heißt, eine Kiste ist um die 30 Gold. Deswegen sind Fusionen so unfassbar wichtig, denn durch Fusionen komprimiert ihr euer Squad, also macht es kleiner, obwohl ihr es stärker macht. Und dadurch werden die Kisten aber dennoch günstiger. Das ist mehr oder weniger die Schlüsselmechanik des kompletten Spiels und darauf basiert sehr, sehr vieles. Ohne Witz, ich hab so lange überlegt, wie man Fusionen leicht erklären kann mit den Kisten und sowas, ohne um den heißen Brei herumzureden. Ja, so geht's. Okay, versucht immer 3 gleiche zu bekommen aus Kisten nacheinander, um euer Squad erstens zu verstärken, aber zeitgleich die Kisten für die Zukunft nicht wirklich vom Preis zu erhöhen. Und das ist an sich schon mal das allgemeine Grundprinzip. Für uns heißt es jetzt aktuell 1 Minute und circa 10 Sekunden hier durch, überleben und natürlich gegnerische Squads ausschalten, um deren Gems zu klauen. Denn darum geht's. Zusätzlich gibt es bei dieser Karte noch eine Mine, eine Gem-Mine im Zentrum, die wir natürlich ab jetzt beschützen werden und versuchen, die vor feindlichen Bossbustern und Co. irgendwie zu beschützen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal auf eine Verfolgungsjagd und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich zum, ich sag mal, ersten überschaubaren Punkt komme. Denn es ist sehr, sehr schwierig, andere Squads allgemein zu verfolgen und auszuschalten. Das heißt, es gibt sehr, sehr häufig diese Verfolgungsjagden hier aktuell, wo es mich Ewigkeiten dauert, obwohl ich so viel stärker bin, andere Squads zu verfolgen, die auszuschalten und deren Gems zu bekommen. Es ist wirklich nicht einfach manchmal und es kann sehr, sehr frustrierend sein. Hier haben wir es jetzt endlich geschafft, den Gegner auszuschalten, bekommen super viele Gems und natürlich Gold und können uns jetzt so langsam wieder Richtung Zentrum orientieren, um dort die ganzen Gems einzusammeln. Ihr seht bereits oben links in der Rangliste, sag ich mal, für diese einzelne Runde, wir sind ganz vorne mit dabei, unser Squad ist super stark und mit den letzten 30 Sekunden kann es auf jeden Fall keiner mehr auseinandernehmen, außer andere würden sich natürlich jetzt zusammentun oder ähnliches. Aber da die Zeit jetzt runterläuft, haben wir es auf jeden Fall geschafft und haben hier unseren ersten Sieg hinbekommen. Aber wie bereits am Anfang geteasert, ihr könnt viele Möglichkeiten spielen. So zum Beispiel einfach mal in der nächsten Runde ein kleines Beispiel, denn die letzte Runde haben wir ja darauf gespielt, möglichst viele Gegner zu zerbasten und natürlich eben deren... Hey Itzum, wenn du jetzt gerade hier bist, meine Frage, skriptest du dir das vorher oder guckst du dir das währenddessen an? Ich krieg das ja nicht mal hin, 2 Sätze am Stück zu sagen, wenn ich was sagen soll, was irgendwie aufgeschrieben ist. Ich bin ein übelst schlechter Schauspieler, ich kann mir sowas überhaupt nicht merken. Wenn ich so ein Video skripte, habe ich da meine Sätze, versuche dann die Sätze immer möglichst kurz zu halten, aber trotzdem muss ich mir dann immer so 2-3 Sätze am Stück merken und verkack das dann 38 Mal, bis es dann passt. Aber ich will ja nicht nach jedem Satz einen Cut haben. Und das ist ja gefühlt ein One-Taker, was du da erzählst, ohne dass du da 1000 Mal cuttest. Belohnungen zu bekommen. Hier nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Greg. Greg ist ein Charakter, der kann Bäume abbauen. Aus den Bäumen bekommen wir Gold und Gems. Das heißt, wir sind nie wirklich daran, irgendwie, nun ja, aus gegen gegnerische Spieler zu spielen, sondern wir spielen eher dieses PvE-Spiel. Das bedeutet gegen Computerspieler, sage ich einfach mal. Das heißt, wir nehmen hier allgemein irgendwo das Gold durch andere Quellen her. So zum Beispiel auch den Goblin und so bauen wir jetzt unser Squad auf, denn der Goblin gibt uns einfach dann Gold, um noch mehr Charaktere am Ende zu bekommen und so unser Squad zu vergrößern. Ja, das ist safe eine Gabe. Also mein Gedächtnis kriegt das nicht hin. Ich lese mir einen Satz 3-mal durch, will ihn dann sagen, so dann kriege ich 2 Sätze hin. Und dann habe ich den 3. schon wieder vergessen. Was ich im Video sage, ist auch meistens nicht zu 100% das, was bei mir im Skript steht, weil ich immer irgendwelche Wörter dann anders mache, weil ich es schon wieder vergessen habe. Aber meistens kommt es dann zumindest inhaltlich gleich raus. Größern, ohne wirklich ein starkes Squad zu haben, denn diese Charaktere sind natürlich eben... Ah, lol, auf TikTok ist das Video zu leise. Was mache ich dagegen? Naja, keine Ahnung. Ich sag mal, Fähigkeiten, das, was sie ausmacht und nicht wirklich durch ihre Kampfkraft. Aber wenn ihr es clever macht, könnt ihr so auf jeden Fall bis zum Ende überleben und zum Beispiel auch trotzdem das Zentrum kontrollieren. Denn was ich noch weiter gemacht habe, ist, ich habe noch viele Einheiten dazu hinzugefügt, die sozusagen Geschwindigkeit mit dabei haben, sodass wir immer hin und her rumtänzeln können, immer uns wieder in Kämpfe einmischen können und einfach nervig sind, mehr oder weniger. Und auch damit kann man auf jeden Fall Erfolg haben. Und das ist auf jeden Fall ein großes, meiner Meinung nach sehr, sehr positive Eigenschaft des Spiels. Das ist auf jeden Fall sehr... Digga, der Name von dem einen. Perfekt. Möglichkeiten gibt, das Ganze zu spielen. Allerdings gibt es auch einiges,
sag mal, was Problematisches meiner Meinung nach im aktuellen Stadium. Wo ich ehrlich bin, dass es mich ein ganz bisschen überrascht, dass es schon global rausgeht. Denn erstens, es ist halt eben sehr, sehr glückabhängig. Das kann natürlich jetzt meine eigene Sache einfach sein, weil ich eben aus einer wettkampforientierten Richtung komme, auch was Clash of Clans angeht und natürlich auch Spielen davor. Und das heißt für mich, ich möchte immer natürlich mich auch verbessern als Spieler. Ich weiß, ist jetzt nicht bei jedem unbedingt der Ansatz, aber deswegen für mich auf jeden Fall ein gewisser Negativpunkt, denn es ist halt eben sehr, sehr doll davon abhängig, was ihr in diesen Kisten bekommt. Bekommt ihr keine Fusion, wie wichtig, das habe ich am Anfang ja erklärt, ist das Ganze ein bisschen schwieriger und dementsprechend die Fusionen machen sehr, sehr viel aus. Ein weiterer Punkt, der allerdings nochmal wesentlich problematischer ist, ist, nun ja, es gibt Schlüssel. Es gibt sozusagen Zusatz-Items, die ihr während des Spiels benutzen könnt. Da bin ich halt auch bei Itzu. Also mich persönlich momentan, weil es ja noch sehr casual ist, das ganze Game, stören die Schlüssel noch nicht so heftig. Aber overall, wenn ich an die Zukunft denke, wie es dann irgendwann ist, wenn man wirklich um Trophäen schwitzt, dann glaube ich auch, dass die Schlüssel halt extrem ätzend sein können, wenn dann Leute halt dauerhaft mit Fusion-Truppen umsonst rumrennen. Das ist dann halt wirklich sehr Pay-to-Win-lastig. Aber mich stören die Schlüssel, glaube ich, sogar weniger als die Megatruppen. Weil ich bin einfach der Meinung, dass diese Megatruppen viel, viel, viel zu viel Leben haben. Man sollte entweder die Megatruppen um die Hälfte der Leben, also man sollte entweder die nerfen, dass sie die Hälfte der Leben haben, oder die meiner Meinung nach komplett rausnehmen und da einen extra Event-Modus oder sowas rausmachen, wo man die hat. Die könnt ihr zwar mit Gold kaufen, das heißt einer Währung, auf die alle Zugriff haben, aber natürlich am Ende läuft euch irgendwann das... Habe ich übrigens auch schon als Feedback bei Supercell angegeben, dass ich das mit den Megatruppen nicht so geil finde, weil ich das ja auch von euch allen gehört habe, dass jeder meint, dass die zu OP sind. Deswegen, das habe ich auch schon... Habe ich auch schon als Feedback geschrieben, bin mal gespannt. Ich glaube, das haben die auch schon das Öfteren gehört, wenn ich das so auf den ganzen Discord-Servern und Twitter und sowas lese. Gold aus als normaler Spieler und ihr müsst euch entweder mehr kaufen oder habt eben keine Items davon. Was genau machen diese Items? Nun ja, zum einen könnt ihr euch Items kaufen, die einfach nur eure Kiste nochmal neu rollen. Das heißt sozusagen, ihr bekommt andere Charaktere. Vertix, mein Lieber! Besten Dank für deinen 10. Monat! Kuss, kuss, kuss! Dankeschön! Ist die Chance natürlich nochmal höher, dass ihr vielleicht die richtigen bekommt für eine Fusion. Aber das, was mit am allerstärksten und bescheuertsten ist, ihr könnt unter anderem euch Schlüssel kaufen, die euch eine garantierte komplette Fusion in der nächsten Kiste geben und die Kiste ist kostenlos. Ein krasser Vergleich. Das wäre so in Clash of Clans, als wenn ihr einen Angriff macht, ihr seht, oh, das sieht gerade nicht so gut aus, ich aktiviere diesen Schlüssel und bekomme einfach 30 extra Truppenkapazität. Das ist, auf gut Deutsch gesagt, einfach Blödsinn. Da muss ich halt zumindest ein wenig widersprechen. Also, ich verstehe jetzt das Punkt zu 100%, dass das halt zu Pay-to-Win ist oder sowas, aber ich finde es halt schwierig, ein Game zu vergleichen, wo du halt als Fünfter bist du schon durch. Das finde ich schwierig, mit einem Game zu vergleichen, wo du entweder gewinnen kannst oder verlieren kannst. Weißt du, in Clash of Clans, entweder du gewinnst den Kampf oder verlierst den Kampf. Oder bei Clash Royale, entweder du gewinnst das 1 gegen 1 oder verlierst das 1 gegen 1. Hier in Squadbusters hat ein anderer diesen Schlüssel und hat eine Fusion-Truppe. Okay, wird der vielleicht Erster? Kannst du nicht mehr Erster werden. Aber du kannst ja immer noch Fünfter werden, wenn du dich gut anstellst, gut abhaust und so weiter und hast die Runde dann damit schon mal nicht verloren und kriegst zumindest keine Abzüge. Versteht ihr? Es ist einfach... Ah, okay, du kriegst in Clash of Clans für jede Gebäudezerstörung mehr Pokale oder was? Ah, okay. Dann ist der Vergleich so insofern passend, dass du vergleichst das halt, dass du dadurch halt eine höhere Platzierung kriegst bei Squadbusters. Okay. Verstehe ich. Das heißt, du selber hast zwar einen Vorteil, aber auch bei Clash of Clans, der andere hat jetzt nicht so einen krassen Nachteil. Komplett ist es pay to win. Es ist auf jeden Fall eine Mechanik, die sehr... Ich dachte aber, bei Clash of Clans gibt es halt auch nur Gewinnen und Verlieren. Ah, okay. Sehr fragwürdig ist. Bestes Beispiel, okay? Wir sind ja aktuell am Anfang am Kämpfen, alles ganz normal, wir kaufen uns hier die Kiste, alles gut, wunderbar. Schrecklich. Wir sehen hier, super viele Spieler sind hier mit am Start. Allerdings sehen wir über meinem Schuh, sag ich mal, auf der rechten Seite, wo wir die Geschwindigkeit erhöhen können, lädt sich ein lila Knopf auf. Und das heißt, der lila Knopf ist da und das bedeutet, wir können so einen Schlüssel aktivieren. Das heißt, wir nutzen jetzt den Schlüssel und haben umsonst eine Fusion bekommen, sind natürlich 1000-mal stärker als der Kollege, nehmen den komplett auseinander und der kann nichts dagegen machen. Ja, das ist echt crazy. Ist das fair, nur weil ich einen Schlüssel benutzt habe?
fragwürdig. Und das ist für mich aktuell ein sehr, sehr großes Problem des Squadbusters. Und ich bin sehr gespannt, ob sie das auf jeden Fall zukünftig ändern werden. Denn das ist für mich nicht wirklich gesund fürs Spiel. Denn schau ich das an, wir haben jetzt zwei Spiele auseinandergenommen. Einfach nur, weil wir diese eine Kiste dort, diesen Schlüssel benutzt haben. Ja, also für mich wird es da zwei Möglichkeiten geben. Entweder sie ändern das, dass es viel leichter ist, als Schlüssel zu bekommen, zu kommen. Keine Ahnung, dass entweder Monsterschlüssel droppen oder wir dürfen das Plaza nicht vergessen, dass es in Plaza eine Schlüsselfabrik als Beispiel. Keine Ahnung, ist jetzt ein doofes Beispiel, vielleicht irgendwas anderes oder ein Schlüsselschmied. Passt vielleicht besser. Dass es ein Gebäude gibt, ein Schlüsselschmied, der dir diese Schlüssel herstellt, wo du die Möglichkeit hast, zumindest free to play auch an solche Schlüssel zu kommen. Dann fände ich das wieder ein bisschen mehr in Ordnung. Und was, oder andere Möglichkeit, wie du sagte, vielleicht rausnehmen. So, das wäre auch so ein Ding, was ich aber nicht glaube, dass sie das machen werden. Ich glaube, dass das mit dem Plaza-Gebäude eher so eine Idee wäre. Generell glaube ich, dass das Plaza uns noch ganz andere Möglichkeiten gibt. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass man im Plaza mehr Gold bekommt und sowas, weil es dann diese Piggybanks auch wieder geben wird und so. Schlüssel sind ja nur für Goldverdienen drin und ich weiß nicht, wie sie denken, dass das eine gute Mechanik ist. Das heißt, wenn sie mehr Schlüssel geben, dann ist das kontraproduktiv. Meinst du nicht, wenn es mehr gibt, wenn jeder die einsetzen kann, dass es dann wieder mehr okay ist? Ich finde auch nicht so gut, dass die Truppen, die man bekommen kann, in der Runde sehr randomized sind. Da habe ich doch mal tatsächlich eine andere Meinung zu. Ich weiß, dass es sehr randomized ist, aber ich finde, der Skill in Squadbusters, natürlich längst nicht zu vergleichen mit einem Game wie Brawlstars, mit einem Game wie Clash of Clans, wo du dir Taktiken machst und sowas. Deswegen, der Modus, den wir jetzt gerade haben, der ist gut für Fun-Turniere oder sowas. Wir machen jetzt bald auch ein Community-Turnier. Kannst du safe machen, 100%. Aber für eine Weltmeisterschaft oder sowas würde der Modus bestimmt nicht reichen. Ich meine, Squadbusters ist so umfangreich, also von den Möglichkeiten her, nicht von dem, was wir haben, sondern von den Möglichkeiten her, dass ich glaube, dass das Game sogar irgendwann competitive-tauglich werden könnte. Aber dafür brauchen wir dann definitiv einen Competitive-Modus, wo du eine Squad-Begrenzung hast oder sowas. Oder dir aussuchen kannst, was für Charaktere drin sind oder sowas. Liest ihr überhaupt den YouTube-Chat? Ja, ich bin da gerade am Reagieren. Das ist ein bisschen schwierig, dann alle Nachrichten zu lesen, Leute. Genau, also ich glaube, dass Squadbusters schon irgendwann Potenzial hat, aber, also competitive auch zu werden, aber nicht mit diesem Spielmodus. Dieser Spielmodus ist mehr oder weniger Fun. Ich fände es aber cool, wenn du trotzdem in den Custom-Lobbys die Schlüssel und die Megatruppen schon mal deaktivieren könntest. Das wäre halt schon mal eine geile Sache, glaube ich. Ja, und generell ist das halt eher momentan halt noch ein Game. Mit dem Modus ist es halt nicht wirklich E-Sport-tauglich. Ich glaube, für kleine Turniere reicht's. Und da kann ich Itzus Punkt schon verstehen. Aber sich über diese randomized Truppen in dem Game zu beschweren, verstehe ich nicht so. Weil ich finde, der Skill, wenn man so möchte, in Squadbusters ist halt, das Beste aus den Entscheidungen zu machen. Also die beste Entscheidung aus den randomized Faktoren zu treffen, die das Spiel dir gibt. Klar, kriegst du eine Kiste, wo ein Mavis, ein Greg und ein Kobold drin sind, ja, dann ist Mülltonne. Da kannst du nichts machen, alle drei Kacke, ist halt für den Arsch. Aber hast du zumindest eine, musst du aber dann auch eine von nehmen und gucken, dass du das Beste raus machst. Dann nehme ich beispielsweise oft den Greg, weil ich mir denke, okay, Bäume looten mache ich nicht, aber der hat zumindest ein bisschen Leben, habe ich schon mal einen Tanker im Squad, fusioniere ich ihn, ist auch gut, wie ein El Primo oder sowas von der Leben her. Hat natürlich jetzt keine gute Fähigkeit. Aber damit kann ich dann leben. Und ich glaube, dass es halt echt gut ist, ich glaube, dass es echt okay ist, wie das mit dem Randomized ist, in diesem Modus, den wir haben. Für E-Sport taugt das natürlich nicht, das ist ja klar. Und, was man halt nicht vergessen darf, du musst nur Fünfter werden. Du musst in jedem Game nur Fünfter werden, theoretisch, um nicht zu verlieren. Und fünfter Platz kannst du auch schaffen, wenn du die ganze Zeit Scheißtruppen triffst. Christ. Meine Kiste umsonst zu öffnen und eine viel zu starke Truppe dann rauszubekommen, ist ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Items. Ihr könnt jetzt zum Beispiel eine normale Kiste, eine epische Kiste. Also in dem Modus auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, für Competitive brauchst du definitiv mehr. Da brauchst du einen anderen Modus für. Wandeln. Ihr könnt, wie bereits gerade gesagt, die Fusionsschlüssel nehmen. Also es gibt unterschiedlichste Schlüssel auf jeden Fall und Items. Und die finde ich nicht wirklich gesund fürs Spiel. Es wirkt auf jeden Fall so, als wenn Supercell gemerkt hat, oh mein, halt, stopp. Das Spiel ist gut, das macht Spaß, aber wir haben nicht wirklich die Möglichkeit, naja, Geld damit zu verdienen. So wirkt es auf jeden Fall. Und deswegen haben sie am Ende so eine Mechanik hinzugefügt. Ich fände es auf jeden Fall wesentlich cooler, wenn sie einfach durch Skins, ich meine,
so viele große Spiele nehmen einfach durch Skins Geld ein und... 10 von 10 dazu. Ohne Witz, wo sind die Skins? Warum nicht mit Skins? Im zweiten Playtest gab es, glaube ich, schon für jeden Charakter 3 bis 4 Skins. Hätte man halt wirklich auch so machen können. Klar, die hätten es in der Zeit wahrscheinlich nicht hinbekommen, die Skins so heftig anzupassen, dass du für jeden Charakter, weil es halt jetzt 3 Charakterstufen gibt, insgesamt gibt es ja sogar 5, hat Paula ja schon gesagt, die Skins halt so umzuändern. Ich denke mal, das braucht seine Zeit, das wird noch kommen. Aber sie hätten es ja bestimmt in dem Jahr geschafft, zumindest schon mal für die ersten 10, 15 Charaktere ein Skin zu machen. Und das wäre schon mal eine heftige Geldquelle, weil jeder will ja die ersten Skins haben. Sind wir ehrlich, es gibt so viele Skin-Verrückte da draußen. Ich bin einer davon. Ich muss einfach, sobald ich ein Spiel hauptsächlich spiele, muss ich einfach alle Skins haben. Das habe ich in Clash of Clans so, das habe ich in Dead by Daylight so, wenn ich das irgendwie privat zocke. Es ist einfach so, man braucht Skins. So, fertig. Oder viele zumindest geben dafür Geld aus. Und damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel auf jeden Fall Geld auch verdienen. Skins gibt es ja allerdings leider nicht wirklich bisher. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das ändert und sich so vielleicht andere Einnahmequellen generieren können, um am Ende dann so eine Mechanik rauszunehmen. Weil, wie bereits gesagt, stellt euch das Ganze vor im Clash of Clans. Ihr greift ein Dorf an, seht, dass ihr verliert, nutzt so ein komisches Item und ihr habt plötzlich mal 20, 30, wie viel auch immer, Truppenkapazität mehr und bekommt irgendwie nochmal Verstärkung oder sowas mit dazu. Das ist nicht wirklich Sinn der Sache, habe ich das Gefühl. Und es verfälscht auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen. Und ich kann mir vor allem vorstellen, wenn es dann Richtung Pokal-Push und ähnlichen Squadbuster geht, dass er sehr, sehr frustrierend sein kann. Ja, das glaube ich auch. Das wird anstrengend, wenn man wirklich mit 10er Lobbys und Pokale pusht. Da wird jeder Idiot jede Runde so einen Füßeschlüssel ansetzen. Im oberen Bereich. Denn entweder man kauft sich durch gegen diese Schlüssel und so weiter, oder ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, oben mitzuhalten, was es natürlich auch nicht wirklich dann angenehm zu spielen macht. Zumindest ist das so mein Eindruck aktuell. Aber ich bin da sehr, sehr gespannt, was ihr dazu denkt. So oder so auf... Gut, mit den Schlüsseln und sowas bin ich seiner Meinung, dass es nicht angenehm zu spielen ist, bin ich halt anderer Meinung. Ja gut, ich habe jetzt auch schon 40 Spielstunden und es wird mir immer noch nicht langweilig. Da ist aber der Unterschied einfach, dass ich auch einfach diesen Hardcore-Grind liebe. Ne? Ich feiere das, mein Player-Level zu leveln. Ich feiere das Buch durchzumachen. So, das sind dann halt meine Ziele. Ich feiere es, Runden zu haben, wo ich mega viele baste. Da muss ich nicht durchgehend auf komplett Strategie gehen und so. Und das ist dann halt... Das ist wieder der Punkt, wo es halt Geschmackssache ist, würde ich sagen. Ich denke darauf, also was das angeht, ob man Spaß an dem Spiel hat oder nicht Spaß an dem Spiel hat. Auf jeden Fall muss ich sagen. Finde ich wieder. Squadbuster, das ist ein cooles Prinzip. Ich werde es vielleicht ab und zu mal ein bisschen zocken, wie auch die anderen Supercell-Spiels, aber ansonsten insgesamt bisher nicht so ganz meins. Aber ich kann euch einen absolut heißen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr jetzt schon das Squadbuster runterladen könnt, oder wenn ihr absolut, nun ja, mit vom besten deutschen Spieler dort mitbekommen wollt. Was? Wer ist das denn? Kriegt jetzt Benny einen Shoutout oder was? Ihr auf jeden Fall aktuell Squadbusters beachten müsst, was die besten Buster dort sind, also Charaktere und so weiter. Dann auf jeden Fall kann ich euch iPsycho empfehlen. Ich verlinke euch seinen YouTube-Kanal unten. Ist ein neuer, kleiner YouTuber, der auf jeden Fall mit Squadbusters komplett durchstartet und auf jeden Fall auch so ziemlich jeden Tag aktuell Livestream. Also von daher kann ich euch den nur wärmstens ans Herz legen und dort vielleicht mal ein bisschen vorbeischauen. Ansonsten war das meine ehrliche Meinung zu dem Spiel. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns morgen zurück zum nächsten Clash-Video wiedersehen. Bis dahin, ich wünsche euch was. Haut ein paar Squadbuster um, wenn ihr das Spiel selber gerne spielt. Und bis dahin, tschüss. Ja, Itzu, vielen, vielen Dank. Digga, danke schön. Sehr, sehr nett. Danke für den Shoutout. Ey, richtig geil. Danke, Itzu. Voll geil. Bin ich ja mal gespannt, ob du mir zu meinen 12-Stunden Livestream, beziehungsweise ob du der Community zu dem 12-Stunden-Stream am 1. Mai hilfst. Ich habe nämlich gesagt, wenn ich 6.000 Abos bis zum 1. Mai habe, dann machen wir einen 12-Stunden-Win-Challenge-Stream am 1. Mai. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir es mit deiner Hilfe schaffen. Dankeschön. Also, zu Itzus Video. Wie gesagt, viele Punkte bin ich vollkommen bei Itzu. Das mit den Skins, dass die Schlüssel nicht so geil sind. Megatruppen hat er gar nicht erwähnt, aber da bin ich auch der Meinung, dass die halt momentan noch über sind. Aber was das Spaßmäßige angeht, ich denke mal, da reichen Itzu und ich uns auch die Hand, dass das halt absolute Geschmackssache sind. Ist und für mich ist das Game halt trotz der Kritik immer noch ein 10 von 10, weil ich halt finde, dass auch ein Game, was nicht competitive ist, gespielt werden kann und auch Spaß machen kann. Kommt halt drauf an, wo man hin will, was man für Ziele hat. Und momentan sehe ich halt in Squadbusters noch super viele Ziele. Für mich zumindest. Nicht zu kompliziert. Ja, alles klar. Ja, Itzu, echt besten Dank. Cool, freut mich.
Aber gerne auch mal Itzu abchecken, Leute. Wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Ich meine, 90% von euch werden Itzu kennen.